Hey, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes. Near Mrs. Saint Lupin, Buckingham Palace. Und hallo. Halt die Schnauze jetzt. Aber das sind meine Puppen. In der Tat, Milady, hier sind sie. Zwei sind etwas feucht, doch völlig intakt. Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie sie zukünftig an einem hohen Ort aufbewahren oder irgendwo einschließen. Und vielleicht sollten Sie Ihre Angestellten wieder einstellen, denn sie tragen keine Schuld am Verschwinden der Puppen. Danke, Sir. Sie sind ein wahrer Retter. Wie kann ich Ihnen das vergelten? Ich wüsste da etwas. Überzeugen Sie Ihre Majestät, mir baldmöglichst eine Audienz zu gewähren. Hier ist meine Karte. Gewiss, Sir. Ich gehe sofort zu ihr, um mich zu entschuldigen und schlage vor, dass sie heute Abend wiederkommen. So habe ich genug Zeit, sie etwas aufzumuntern und dazu zu bringen, sie zu empfangen. Vielen Dank, Milady. Jawohl, später. Sie wollen doch wohl nicht sagen, Sie hätten einen Mülleimer durchwühlt, um die Futterreste eines verlausten... Ein Milord, mein lieber Watson. In diesen Mauern ist er ein Milord. Nehmen Sie mich auf den Arm, Holmes. Ich kann kaum glauben, dass Ihre Majestät gern in einem Haus lebt, das so verrückt ist. Wer versteht schon einen? Wer versteht schon seine Monarchen, Watson? Wer versteht sie wirklich? Mr. Holmes, der Premierminister ist im weißen Salon am Ende des Flurs rechts. Er hat angeordnet, Sie sofort zu ihm zu bringen. Warum seid ihr eigentlich Zwillinge? Naja. Bonjour. Guten Abend, Gentlemen. Wieder einmal gut gemacht, Holmes. Die Versöhnung von Ihrer Majestät mit Lady Leomunda hat Wunder gewirkt und sie wird uns umgehend empfangen. Ist Ihre Majestät in Sicherheit? Sie ist in ihrem Gemach und der Palast sowie die Gärten stecken voller Wachen. Sind Ihnen all die Kontrollpunkte auf dem Weg hierher aufgefallen? Nicht einmal eine Armee käme zu ihr durch. Okay. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Gut. Dann... You are not here. Hallo, bin da. Reinzugehen ohne okay. Hallo, nein, vielleicht in der Küche. Geschlossen. Okay. Dann versuche ich es nochmal mit euch. Ich erwarte die Befehle Ihrer Majestät. Ist etwas vorgefallen, Holmes? Hä? Ach so, moin. Die ja nicht gesehen. Sie haben sich endlich mit Ihrer Majestät versöhnt? Oh ja, und nur dank Ihnen. Sie hat sogar zugestimmt, Ihnen eine Audienz zu gewähren. Sie will Sie und den Premierminister empfangen, fand es aber unnötig, Chauncey zu rufen, um Sie zu holen. Okay. Guten Tag, Milady. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Dann... Ich erwarte die Befehle Ihrer Majestät. Ist etwas vorgefallen? Nein, es ist nichts vorgefallen. Yeah. Dann können wir ja jetzt rein, oder? Reinzugehen ohne ein... Was glauben Sie, Holmes? Geschlossen. Ich glaube... dass ich jetzt zuflicks nochmal gerne reingehen würde und ich verstehe, was das Problem gerade ist. Ja, ich höre. Ich erwarte die Befehle. Ist etwas vorgefallen? Wir sind im Dienst, Sir. Wir dürfen nicht... Geschlossen. Hä? Der Teppich war an ein paar Stellen nass. Ich kann mich nicht erinnern, ihn nass gemacht zu haben, als ich das Bad geleert habe. Der Teppich war an ein paar Stellen nass. Das ist ja sehr schlecht, oder? Geschlossen. Der Teppich war an ein paar... Ja, okay, aber... Dann nochmal die Frage, warum zum Teufel kann ich jetzt nicht hier rein? Reinzugehen, ohne eingeladen worden... Geschlossen.
ist etwas vorgefallen. Ja, ist es, aber du kannst mir nicht helfen, richtig? Du aber Können schon. Sie mir okay. helfen, guter Mann? Möchte Ihre Lordschaft noch einen Mülleimer untersuchen? Wieso ist der Teppich im Flur nass? Wegen eines Geschenks, das Ihre Majestät von Lady Leomunda bekommen hat. Es war völlig durchnässt und hat während des Transports ständig getropft. Was genau war es? Ich habe keine Ahnung. Es war eingewickelt. Haben Sie Dank, Chauncey. Verzeihen Sie, Milady, doch ich habe erfahren, dass Sie Ihrer Majestät etwas geschenkt haben. Ja, ich wollte ihr für das Puppenhaus danken. Doch was für eine Tragödie. Sie funktioniert nicht mehr. Die Träger haben sie in den Schlossgraben fallen lassen und ewig gebraucht, sie wieder zu bergen. Aber es war ja nur ein Versehen und sie war wirklich sehr schwer. Sagen Sie bitte, Milady, was war das für ein Geschenk? Ein sehr seltenes Objekt. Aber ich verstehe nicht viel davon. Ich gehe gern einkaufen und ein sehr netter Antiquar hat mich angesprochen und mir dieses Meisterwerk, wie er es nannte, gezeigt. Oh, er kannte sich gut aus und seine Manieren waren so, so... Ah. Aber dieses Meisterwerk, was genau war es, Milady? Naja, die Uhr Ihrer Majestät ist doch kaputt. Und darum habe ich ihr diese Uhr gekauft. Sie hat sie auch gleich ganz begeistert mit in ihr Zimmer genommen. Eine französische Standuhr, wissen Sie? Pontoise. Oder Comtoise? Der Antiquitätenhändler sagte, sie stamme von einem der Begründer der Stilrichtung, den Gebrüdern Payet. Moment, Milady, der Name sagt mir etwas. War es vielleicht... Was weiß ich denn an... Woran denkst du denn jetzt gerade? Och, Mann, nerv mich doch nicht. Payet... Ich hab doch keine Ahnung, was du willst. Payet. Lutinio vielleicht? Nee, wird er bestimmt zumindest mit P anfangen, oder? Payet. Ich will nicht schon wieder auf die Hinweise gucken. Ich weiß nicht, worauf er hinaus will. Okay, vielleicht ein Tipp. Eine Pension in der Nähe der Baker Street gesehen. Okay. In der Nähe der Baker Street, in einer Pension? Achso, meinst du das hier? Ach, Maillet! Maillet? Ja, genau! Woher wissen Sie das? Watson, Premierminister, schnell, schlagen Sie Alarm. Lupin ist im Zimmer der Königin. Die Queen. Wieso nur habe ich dieses Teufelsgerät angenommen? Morgen lasse ich es zu brennen zacken. Mit Verlaub, Ihre Majestät. Ich setze nur ungern erneut mein Leben aufs Spiel, in dem, was Ihre Majestät Teufelsgerät nennt. Ich habe den Atem lange genug angehalten, um nicht zu ertrinken. Doch was nützt das gegen den... Den Henker? Ihre Majestät verstehen, dass mein Schicksal ganz in Ihren Händen liegt, wie das so viele anderer. Ich hege keine bösen Absichten, ganz im Gegenteil. Und das heißt? Schon oft befand ich mich in ähnlichen Situationen. Und die Worte flogen mir nur so zu, denn mein Geist gilt als äußerst poetisch, lyrisch und einfallsreich. Worte, nichts als Worte und Rhetorik.
auf ein schäbiges Ziel gerichtet. Ich stehe hier, nachdem ich mein Leben riskiert habe und noch riskiere, bei dem, was mir bislang nur ein Spiel war. Die Worte wollen nicht kommen, denn das Spiel ist vorbei. Die Worte, die ich suche, zögern. Sie sind tief begraben, diese zarten Worte. Sie fürchten, sich hervorzukommen aus den Tiefen meines Herzens. Worte, die ich Ihnen schuldig bin. Ihre Majestät, meine Königin, meine Liebste. Würde ich etwas stehlen wollen, Madame, dann nichts als einen Kuss. Es ist kein Diebstahl. Ich schenke Ihnen den Kuss. What the fuck? Machen Sie auf, Ihre Majestät. Alles in Ordnung, Euer Gnaden. Brecht die Tür auf. Und so endet meine Galanterie und damit mein Leben. Doch diese kostbaren Sekunden bedeuten mir mehr als ein ganzes Leben. Zeig ihnen, Arsène, wie sich ein verliebter französischer Edelmann benimmt. Und amüsieren Sie sich ruhig weiter. Ihre Majestät, werden Sie... Ruhe, ihr unverschämten Rüpel! Wer glaubt ihr, seid ihr, dass ihr in meiner Gegenwart das Wort erhebt, ohne gefragt worden zu sein? Seht euch an, ein Haufen Taugenichtse, behängt mit Titeln und Orden. Ihr sollt für meine und Englands Sicherheit sorgen. Und letztendlich musste ich mich selbst verteidigen. Aber Ihre Majestät... Genug! Solches Gesindel ist selbst für den mitfühlendsten Monarchen unerträglich. Chauncey, packen Sie die königlichen Koffer, wir gehen nach Windsor. Leomunda, du begleitest mich. Und Sie, stellen Sie diese Glocke ab, bevor ich sie zerschlagen lasse. Sie und ich, Lupin. Ja, doch safe trotzdem noch irgendwelche Zeichen ver... war in der Uhr versteckt. Clever. Hinterlassen. Ich bin im Schlafzimmer der Queen. Lupin ist durch diese Wand gegangen. Ohne Zweifel ein Geheimgang. Er kann keinen großen Vorsprung haben. Jetzt muss ich die Öffnung finden. Elementar. So ist Lupin verschwunden. Wow. Kann ich da hinterher? Oh. Hier bin ich im Keller des Buckingham Palace. All dieser Kleinkram muss das sein, was von den kostbaren Geschenken übrig geblieben ist, die der Krone über die Jahrhunderte hinweg gemacht wurden. Ja, ganz bestimmt. So sieht's im Keller des Buckingham Palace aus. Das Holz dieser Statue ist unbeschädigt. Sie muss sehr schwer sein, aber es ist möglich, sie ein wenig anzuheben. Hier ist nichts Besonderes. Lupin muss das Schloss eingehakt haben, aber es hat sich hinter ihm verschlossen. Dieses Gitter ist in keinem guten Zustand. Wird es nachgeben, wenn man Gewalt anwendet? Habe ich noch Items? Nein. Diese Orgel ist verfallen, aber die Stahlpfeifen sind aus widerstandsfähigem Metall. Keine von ihnen wurde beim Umfallen beschädigt und sie sind nicht mit der Zeit verrostet. Ich wollte doch damit interagieren. Nichts Besonderes. Okay. Das Holz dieser Statue ist unbeschädigt. Okay, kann ich dich da drauf... Der Boden hier ist leicht schräg. Ja. Diese Orgel ist verfallen. Ja. Der Boden hier ist leicht schräg. Ja, 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 ja. Ja, so, okay, und... Flup. Sie und ich, Lupin. Erledigt. Aber Lupin weiß jetzt auch, dass jemand hinter ihm her ist. Lupin, er ist da. Lupin, er ist da. Dieses Gitter ist verschlossen und es gibt keine... Okay, Hier ist nichts Besonderes. Ist nichts diese Besonderes. Diese Schatzstücke sind von dem Schloss. Lupin muss sie heruntergeworfen haben, nachdem er diese Tür wieder verschlossen hatte. Mhm. Der Schließmechanismus dieses Gitters scheint ziemlich ausgeklügelt zu sein. Ja, perfekt für Sherlock Holmes zum Rätseln. Ach du Scheiße. 13 plus irgendwas minus... Irgendwas ist gleich... Ach, 12 übrigens, nicht 13, lol. Fuck.
Was war denn C nochmal? War C50? Fuck, C und L. Ja, Moment. Das muss ich mal ganz kurz googeln, weil ich mir da gerade nicht 100% sicher bin. C und L, was genau was war. So, hier, klar, 1 bis 50 kann wahrscheinlich jeder zählen, aber römische Zahlen. L ist 50 und C ist 100. Okay. So, dann kann man die drehen. Ja, das sieht schon mal aus wie ein X. Da haben wir also 52, so 12 plus. Hier passt noch irgendwas hin. Das kann ja keine 4 sein. Also muss es ja eigentlich auch entweder eine 7 oder eine 12 sein. So, das würde jetzt am meisten Sinn ergeben. Und wenn hier. Oh Gott, okay, das wird trotzdem schwierig. So, gehen wir mal davon aus. 12 plus 7. Oh ja, der Minus. Ne, warte mal, was ist ein 100? Ne, was ist ein 1000? Vielleicht können wir 1000, das ist ein M. M kriege ich. Nee, M kriege ich nicht hin. Oder? Nee. Okay, ein M geht nicht. Anscheinend. D kriegt man auch nicht hin. Ein X könnte man noch, aber das würde dann damit nicht mehr so viel Sinn ergeben. Oder kann ich ein Mal draus machen? Nee. Okay, dann ist das ja eigentlich eine der wenigen Optionen. So 12 plus 7 ist 19 minus 52. Moment, warte mal. Das kann man doch noch machen. Also, was haben wir? 19 plus 52. Ach du Scheiße. Sind 71, richtig? Ich hoffe. Okay, also oben sind 71. Part 16, so 71. Okay, dann gucken wir mal. 100 minus 13 macht schon mal 87. Minus, wie viel brauche ich denn noch? Von wo waren wir jetzt? Jetzt habe ich schon mal vergessen. 87. 87 bis 71 sind also noch 16, die fehlen. Oh. Moment. H war nix, ne? Nee, aber ich könnte hier könnte ich ein. Nee, kann ich auch kein M draus machen. IVI, das ergibt keinen Sinn. Moment, also wie will er 16? 16 fehlen noch. Dann wären wir genau da. Also Minus fehlen noch so. Minus. Oh, es geht gar nicht. Es geht gar kein Minus. Hä? Wäh? Ja, okay, dann kann das hier oben ja eigentlich nicht stimmen. Okay, ich bin. Also 100 minus 13. Ach, minus 12. Ey, warum bin ich denn schon wieder so? Na, bei 88. Ich kann aber eine 13 draus machen. Plus. Nein, komm wieder raus. Okay, ich kann es ja auch anders machen. Ich kann auch doch so machen. Hier haben wir 100 minus 8. Dann haben wir 92. Plus? Ja, Plus ergibt wieder keinen Sinn. Eins W. Nee, 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 nee. Okay, wenn ich hier doch eine 12 draus mache, dann haben wir hier 12 plus 12, 24 plus 52. 52 plus 24 sind 76. Hier sind wir immer noch bei 8.
92, Alter. 92 plus 4, 96. Und jetzt müssen wir mal minus 20 sein. Fuck, Alter, warum? Scheiße. Hier noch irgendwas draus machen? Nee, ne. Gibt's U? Nee. Kein Minus draus machen kann, das nervt mich. Naja, Minus braucht 3. Ja, Holmes, du kannst jetzt nicht 3 Stunden hier stehen und diesen Scheiß machen. Die Musik setzt mich auch übelst unter Druck. Kann ich hier ist nicht gleich draus machen? Nee, Scheiße. Ich verstehe nicht, wie hier unten was, also wie überhaupt was draus werden soll, slash kann. Ich kann ja auch hier nichts draus machen. Ich habe es irgendwie so, das ist ja, oder ist das jetzt ein M? Geht das als M? Warte mal, M war immer 1000, ne? Ja, was will ich hier mit 1000 antanzen? Das W? Nee. D. Ich habe oben jetzt gerade 71 und so werden 76. Na, nee, stimmt das überhaupt? Ja. Keine Ahnung. 7? Warte mal. Doch, ja. Gut, das da, ja, das ist Nonsens. Verstehe ich schon. Moment mal, ist ja 102. Nee, 52. Ach. C. Kann ich hier irgendwas draus machen? E? Gibt's E? Nee, E gibt's eigentlich auch nicht, oder? Nee. Ich kann auch kein L draus machen. Ich kann da kein V, kein X, kein nix. Es muss ja ein C sein. C plus. Hat auch keinen Sinn. Da gibt keinen Sinn. Kann ich hier irgendwie ein Mal draus machen? Ich weiß nicht, wie ich hier ein Mal draus machen sollte. Vielleicht so? Also ein Mal, wie so ein Sternchen? Was ist denn 13 mal 4? Zu viel auf jeden Fall. 76, komm. 8 mal 4. Ich check's nicht. Okay, guck mal. 8 mal 4. Ja? 8 mal 4 ist 32. So, 100 minus 32 haben wir 68.
Hätte ich jetzt unten 68, falls das mit dem Mal überhaupt klappt, das weiß ich nicht. Komme ich hier oben irgendwie auf 68. Da müsste ich also 8 weniger haben. 8 weniger. Hier sind gerade 7. So sind wir bei 72. Nee, das wäre 3. Das ergibt auch keinen Sinn. Oder Moment mal, was macht ein 7 mal 4? Sind wir bei 7 mal 4 macht logischerweise 28. Wenn wir dann also bei 72. Tja. Dann sind wir hier jetzt bei 72 und hier bei 71. Das zackt. Falls ich mich jetzt nicht wieder komplett. So, warum mache ich mir nicht einfach mal einen Taschenrechner dazu? Also, nur mal um sicher zu gehen, ja? Also, 8 mal 4 ist 32, so, 100 minus 32. Ach ja, logischerweise, ja. Nochmal 7 mal 4, ja, ich will nur sicher gehen, ja? 100 minus 28 sind wir bei 72, genau, so. Punktrechnung vor Strichrechnung. So, oben haben wir 12 plus 7. Plus 52 sind wir bei 71. Heißt, oben müsste ich irgendwo noch einen einzelnen reinbekommen. Aber das ist nicht möglich, ne? Weil hier sowas geht nicht. Sowas geht auch nicht. Dann überschneidet sich das. Hier passt auch keiner mehr rein. Das ergibt auch keinen Sinn. Oder? Vielleicht doch. Mal so wären wir dann bei 50 mehr, also nicht bei 71, sondern bei 131, ne? Oder nee, bei 121. 71 plus 50 ist 121, ja. Kriege ich unten irgendwie 121 in? Nicht 100 plus 7, sind wir 107. 100 plus 7, 100, guck mal, 100 plus 8, sind wir bei 108. Ich brauche einen Hinweis. Ja, habe ich. Und müssen, ja, das habe ich kapiert. Müssen römischen Zahlen schon aus, müssen Addition und Substrakt. Okay, also es gibt kein Minus. Dezimalzahl lautet am Ende, gibt es 81. Hä? Moment, okay, also Malzahlen können wir schon mal vergessen, aber 81? Da fehlen mir 10? Hä? Moment. Ich muss nochmal meine Rechnung durchgehen. Ja, 12 plus 7 plus 52 macht 71. Wo kriege ich denn da noch eine. Wo kriege ich denn da noch 10 hin? Hä? Oh. Nee. Oh, doch. Ich kann ja auch 13 machen. Aber das reicht immer noch nicht, oder? 12 plus 13 plus 52 bei 77.
Da fehlen mir ja immer noch 4. Wo kriege ich denn noch 4 her? Hä? Das geht auch nicht, ne? 12 plus 22 plus 52 sind mal 5 drauf, 5 zu viel. Beide bei 81. Habe ich das richtig gesehen? In Dezimalzahlen lautet das Ergebnis 81. Hä? 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 Moment, warte. Hä? Also, so bin ich bei 5 zu viel. Und so bin ich bei 4 zu wenig. Das heißt, das hier geht auch nicht. Wo komme ich? Okay, komm, ein Hinweis noch. Oh. Oh, nee, das will ich gar nicht sehen. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Okay, gut. Habe ich nicht gesehen. Ich habe jetzt gerade gut gesehen, dass hier ein X noch hinkommt. Also, dass es doch möglich ist. So. Und jetzt habe ich aber wie viel zu viel? 5 zu viel. 13. Machen 13 minus 5. 8. Ja, und 8 kriege ich hier ja auch nicht hin. Ich kann nur 7. Ja, jetzt haben wir 22 plus 7 plus 52. Aber das ist jetzt 1 zu wenig, oder? 22 plus 7 plus 52. Ne, es sind 81. Oh. Hä, wo habe ich mir jetzt gerade verrechnet? Egal. Cool, dann habe ich oben schon mal so, unten. 100. Minus, so, dann muss das weg. 100 minus 8. Ja, dann checke ich das hier immer noch nicht. Okay, also wie viel muss ich dann abziehen? 19. 9. 19. Ach Gott, bin ich ein Vollaus. Ich kann ja hier einen Plus draus machen. Hatte ich das vorhin schon mal? Minus 13 vielleicht? Warte mal. Oh, ich kann ja minus 23 machen. Oh, habe ich mich erschrocken. Ich war noch nicht so weit mit Rechnen. Ich wusste nicht, ob es funktioniert. Okay. Das sind 81, hat mir geholfen. Ich hätte, glaube ich, nicht erraten, dass man oben links was dran machen kann. Ich dachte, das wäre tabu. Oh, ich bin gerade erschrocken, Alter, als das Rätsel plötzlich fertig war. Diese Objekte sind antik. Sie müssen aus der normannischen Ära stammen. Krass. Ich habe gerade immer noch richtigen Puls, weil ich mich gerade so erschrocken habe. Dieses normannischen Langschiffs ist sehr schwer und scheint ziemlich robust zu sein. Damit kann ich bestimmt den Boden aufklopfen. Dieser Teil ist in einem erbärmlichen Zustand. Geschlossen. Geschlossen. Der Bug dieses normannischen Langschiffs. Okay. Das könnte noch nützlich sein. Das könnte noch nützlich sein. Okay, kann ich das wieder runter machen? Ja. Dann kann ich doch der bestimmt. Bug dieses normannischen Langschiffs. Geschlossen. Kette. Ich muss einen Fehler. Okay. Jawohl. Nee. Kette. Ich muss einen Fehler gemacht. Ja. Nein. Ich dachte, ich will jetzt die Kette vielleicht. Nein, das kann ich nicht tun.
Okay. Natürlich so rum, jetzt ran. Hallo? Nein, das kann ich nicht tun. Warum nicht? Warum genau kannst du es nicht tun? Dieses Gitter ist verschlossen und es gibt keine Hoffnung, es mit Gewalt aufzubekommen, da es in einem so guten Zustand ist. Alles klar. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Ja, okay, verstehe. Ich brauche etwas. Nein, das kann ich nicht tun. Warum sollte ich dorthin gehen? Zum Beispiel, um dir Sachen wieder zu holen. Anscheinend fehlt dir ja etwas, ne? Du brauchst ja noch etwas. Dieses Gitter ist verschlossen. Ich will nicht schon wieder auf Hinweis klicken, bitte. Ja. Ah, lol. Da ist noch was. Okay, und jetzt hier ran. So, und jetzt hoch. Und jetzt wieder runter. Jawohl. Hoffentlich war Lupin da noch, dann haben wir ihn jetzt erschlagen. Mit einem Dino-Kopf. Ich bin ein Stockwerk weiter oben. Jesus. Ich muss einen Weg finden, wieder nach oben zu kommen. Wie gesagt, diese Sammlung von Kostümen ist prachtvoll. Alle sind in einem hervorragenden Zustand. Wie gesagt, der Buckingham Palace Keller sieht ganz bestimmt genau so aus. Das könnte noch nützlich sein. Okay. Dieser Dudelsack kann einen Luftstrahl mit großem Druck herauslassen. Das kann mir sicher noch nützlich sein. Jawohl, das glaube ich auch. So, hier irgendwas Spannendes. Das ist der Teil eines indianischen Totems. Interesting. Das ist der Teil eines Das ist der Teil eines Ja. Okay. Du bist hier zu? Ist nichts Besonderes. Diese Fußspuren sind zu verwischt, um etwas daraus zu lesen. Aber anscheinend waren sie hier, sind umgedreht und irgendwo dorthin gelaufen. Das ist der Teil eines Indianers. Ja, doch. Das habe ich doch jetzt kapiert. Kann ich hier so ein Blasrohr draus machen? Jawohl. Was will ich damit abschießen? Kann ich wieder hoch eigentlich? Nein. Gut. Hier ist nichts Besonderes. Okay. Ich glaube, ich muss mal wieder an die Decken schauen. Da ist etwas drin. Ja, kann ich mir vielleicht... Aha. Das weiß ich. Das hast du schon ein paar Mal gesagt. Ja. Okay. Dann. Blub. Okay. Und... Blub. Und... Nein, blub. Das kann ich nicht tun. Warum nicht? Ich muss diese Teile auf den Boden legen, um diese... Ich muss diese Teile auf den Boden legen, um dieses Totem besser zusammenfügen zu können. Nein, das kann ich nicht tun. Warum nicht? Gibt's denn noch ein Totem? Da hinten ist noch einer. Das ist der Teil eines... Ihr Fieslinge! Elementar. Klar. Ja, moin. Was
sind wir denn jetzt angekommen? Okay. Ich kann wieder runter, wenn ich das möchte. Das könnte noch nützlich sein. Irgendwas mit Glas. Das könnte noch nützlich sein. Eine Truhe. Das könnte noch nützlich sein. Spiegel. Dieses Gitter ist verschlossen. Ja, das weiß ich ja schon. Ich brauche etwas. Ist das so? Okay, jetzt ist das stuck. Spiegel? Ich brauche etwas. Okay, Glas? Okay, Dudelsack. Ach ne, ich muss einfach nur... Ach so, lol. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Okay. Ich bin ein Stockwerk weiter unten. Ich muss einen Weg finden, wieder nach oben zu kommen. Kann ich das Fass aufschießen? Ich bin ein Stockwerk weiter unten. So kann ich sehen, wie das Seil befestigt ist. Welches Seil? Ah, lol. Ja, da, genau, da kannst du so abschießen. Im Dudelsack. Jawohl. Offen. Oh, was sagt eigentlich mein Timer? Ich habe lange nicht auf den Timer geguckt, weil ich die ganze Zeit am Rechnen war. Ach ja, wir sind schon über 40 Minuten. Dann ist doch das bei dieser Notiz hier ein guter Punkt, um auf Wiedersehen zu sagen. Bis zum nächsten Part.